Na, hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu wollen wir wieder ein bisschen Gold ausgeben. Ich habe schon das ein oder andere rausgehauen, aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das erste Item an, was ich mir am Haar gekauft habe. So, dann sind wir jetzt hier auf Archendorn unterwegs. Und da habe ich was Nettes gefunden. Linkshändiger Messingschlagring. Das ist ein removedes Item. Keine Ahnung, wann das letzte Mal im Auktionshaus war. Also ich habe das eigentlich noch nie gesehen. Ist ein removedes und kostet hier 200.000. Ich würde sagen, das kaufen wir. Das ist das einzige komplette EU-weit, was ich wirklich seit Jahren gesehen habe. Und ja, dafür denke ich mal ein halbwegs okayer Preis. Lernen wir das einmal. Und ich habe gesehen, dass es nicht in meiner Liste mit drin tatsächlich. Also das fehlt. Dann würde ich sagen, tragen wir das Teil noch einmal ein. So, dala, ich habe jetzt das Item eingetragen. Linkshändiger Messingschlagring. Und ihr seht, ich habe zwischenzeitlich auch ein paar andere Sachen schon mir geholt. Und da gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Also, was habe ich ausgegeben? Ich habe 67.000 für die Juve-Toys ausgegeben. Das waren, glaube ich, 2 Juve-Toys, ne? Da hatte ich ja letztens auch die Rezepte gekauft in der vorherigen Folge. Und ja, hab mir die halt selber hergestellt, ne? A, dass ich einmal den Erstherstellungsbonus habe und dann zusätzlich auch noch dann die Spielzeuge an sich. Dann habe ich 39.000 für Verträge ausgegeben. Das war jetzt über mehrere Wochen, ne? Die kosten ja immer so 10 bis 20.000, sind jetzt jede Woche günstiger geworden. Das ist quasi, das ist der Vertrag. Ah, doch, hier. Durchtrennte Fäden habe ich gerade drauf. Halt für die Ruffaktion. Mittlerweile bin ich ehrfürchtig. Heißt, es waren jetzt die letzten, vor allem ehrfürchtig, ich bin halt 25, ne, bei den ganzen Fraktionen. Heißt, das waren jetzt die letzten Verträge, die ich gekauft habe. Das war's jetzt, ne? Also mehr brauche ich dann tatsächlich nicht. Dann als nächstes habe ich für VZs 139.000 ausgegeben. Das ist einmal hier, ne, auf dem Gear die ganzen Sachen. Ich habe mir da halt Rang 3 Verzauberung geholt, ne, weil ich auch ein bisschen im Plus und so unterwegs war. Und die sind relativ teuer. Mittlerweile werden sie immer günstiger aktuell, ne, wie das halt immer ist. Aber ja, manche habe ich mir teilweise noch ganz am Anfang der Expansion geholt, da waren die schon noch arg teuer. Dann geht es auch weiter. Da habe ich noch 35.000 für Gear ausgegeben und 86.000 für Extrasockel. Für Gears ist quasi hier so Crafted Gear Items, ne. Die Teile zum Beispiel, ah ne, warte mal, das habe ich mir gar nicht gecraftet, das habe ich mir gecraftet, den Kopf habe ich mir gecraftet, die Schuhe habe ich mir gecraftet und ich meine den Ring, ne. Also das ging eigentlich tatsächlich, die Items an sich zum Bauen war gar nicht so teuer und diese Extra-Sockel, das ist das Teure, das sind hier diese Dinger auf dem Ring, ne, dass man hier nochmal 2 Extra-Sockelplätze hat. Ich habe tatsächlich auch einen anderen Ring schon gehabt, den ich gesockelt habe und dann habe ich einen besseren gekriegt, dann musste ich ihn wieder sockeln. Also diese Dinger sind tatsächlich relativ teuer und ich glaube, da waren jetzt auch die Kosten nochmal drin für die Steinchen. Genau. Dann haben wir als nächstes den Punkt mit dem Wappenrock. Und zwar ist das eines von den Promotion-Wappenröcken. Die hatte ich ja schon in meinem Video zu den Promotion-Sachen gezeigt, aber ich kann es hier auch gleich nochmal mit reinnehmen. Und zwar, ah ne, da ist Wappenrock, habe ich mir den Backsteinfarbenen gekauft. Den gibt es über ein Promotion-Event jetzt zum 20. Geburtstag von WoW. Und da habe ich mir den Code gekauft. Das gibt es nämlich nur, wenn du in den USA in so einem bestimmten Store einkaufst und dann deine Rechnung quasi auf einer Seite von diesen Trolley-Süßigkeiten hochlädst und dann kannst du das Ding kriegen. Da ich weder eine US-Telefonnummer noch eine US-Anschrift habe, bin ich da leider raus und ja, habe mir den Code halt so geholt. Es gibt ja insgesamt 4 Wappenröcken und ein Patwick, die man so kriegen kann. Und die anderen Sachen habe ich tatsächlich anderweitig gekriegt, die habe ich zum Teil auch geschenkt bekommen. Und den habe ich mir bis jetzt gekauft und ja, es gibt jetzt noch einen weiteren, den ich brauche. Vielleicht kommt der in die nächste Folge rein oder ich muss mal gucken, wie ich quasi da rankomme. Genau. Aber das ist auf jeden Fall schon mal der Wappenrock. Und den letzten Punkt, den wir haben, sind Berufsausgaben. Und zwar sind es die Berufsausgaben, beim letzten Video hatten wir ja uns die ganzen First Crafts geholt, ne? Also die ganzen Rezepte und da haben wir jetzt viele First Crafts rausgehauen, beziehungsweise
ich logge jeden Tag ein und schaue bei den Kundenaufträgen, ob da was dabei ist, dass man hier zum Beispiel Skillpunkte kriegt. Ne? Und dann kostet das halt hier 1600, um das zu bauen, dann kann ich nochmal einen Skillpunkt abräumen. Genau, also das sind solche Sachen und es summiert sich tatsächlich zusammen. Also es ist jetzt über wahrscheinlich 3 Wochen oder so, würde ich jetzt mal sagen. Das letzte Video ist dann doch bei mir jetzt schon ein bisschen her, das habe ich nämlich ein bisschen voraufgenommen gehabt. Und ja, da habe ich jetzt zum Beispiel bei Kochen nochmal 20k rausgehaut, bei Schmied Lederer 120, bei Schneider VZ 40k, Inschriftenkunden nochmal 37k, 36k bei Aichi, 36k bei Inji und bei Juve nochmal 20, ne? Und das waren ja die ursprünglichen Kosten zum Skillen und alles Mögliche. Und hier habe ich jetzt die, ne, für die extra Skillpunkte, Erstherstellungsbonis und so zusammengerechnet, sind 309.000 und das hier zusammengefasst unter Berufe. Hier unten haben wir jetzt bis jetzt 1.025.000 quasi für den ganzen Spaß ausgegeben. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns noch ein paar Rezepte. Das letzte Mal waren ja welche dann noch so ein bisschen zu teuer, die wollte ich dann nicht kaufen. Ein paar sind noch offen und ich würde sagen, da gehen wir jetzt ein bisschen auf Jagd und holen vielleicht noch das ein oder andere halbwegs günstige Rezept. So, lala, als nächstes bin ich jetzt hier einmal auf Draenor und da will ich mir 2 Sachen holen und zwar die ersten beiden Rezepte, die sind hier halbwegs günstig. Jetzt müssen wir als erstes einmal die Bank auspacken. Hier, kriegst du mal eine Bank. So, die brauchen wir da draußen im 30k. Gut. Und dann holen wir uns die mal. Also, 1 und 2. Das ist jetzt zusammen 24,5 müsste das sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. Also ich trage jetzt nicht die einzelnen Rezepte ein, das war ein paar günstige, will ich mir jetzt halt quasi holen. Und dann, warte mal, packen wir die mal. Gut, sieht langsam platztechnisch ein bisschen eng aus, ne? Ich muss mal wieder ein bisschen ausmisten, so wie es ausschaut. Ich habe wieder einen Haufen Rares umgehauen, ne? Weil ich noch ein paar Drops brauche von denen für Temok. Und da sammelt sich hier dieses Gear ganz schön an, aber für Twinks ist es nicht schlecht. So, also die beiden packen wir drauf. Und dann trage ich auch schon mal die 24k in die Liste ein. Als nächstes sind wir dann auf Sanguinio oder irgendwie so ähnlich. Das ist ein spanischer Server. Und da habe ich jetzt auch noch ein paar Sachen gefunden. Wir müssen mal die Bank wieder aufstellen. Da werden wir uns jetzt 3 Rezepte kaufen. Nehmen wir mal hier 100k raus. So, okay. Und dann können wir es ja gegenrechnen, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Also, wir haben hier ein Rezept für 9k. Dann haben wir hier eins für 28k und eins für knappe 30. Das waren aber soweit über die günstigsten. Wir haben jetzt noch 32.000 ziemlich genau über. Heißt, wir haben jetzt 68 ausgegeben, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Die können wir jetzt hier auch rausnehmen. Da habe ich das jetzt genau ineinander gesetzt. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht dieselben gekauft, aber es müsste eigentlich passen, dass das unterschiedliche waren. Genau, das waren vorher epische und das hier sind blaue. Gut, dann tragen wir das auch noch ein und dann kann ich so schon mal lernen, die Sachen. Das ist jetzt Schmiedekunst, Lederverarbeitung, Schmiedekunst, Juve, Juve. Okay, dann schauen wir doch mal. Als nächstes bin ich auf Dentiga, da kaufen wir uns jetzt auch noch 2 Rezepte. Und dann würde ich sagen, wir müssen ja als erstes die Bank auspacken. Da hätten sie eigentlich auch ein Spielzeug draus machen können, ich sag's euch, wie es ist. Jedes Mal im Zauberbuch zu suchen, fühlt sich irgendwie immer ein bisschen falsch an. Ich weiß jetzt auch nicht. Also das Gold von den anderen Servern habe ich natürlich wieder zurückgelegt, bevor ich die Chars gelöscht habe, ne, falls ihr euch jetzt das fragt, aber das habe ich, glaube ich, bei den anderen nicht aufgenommen. So, also 29k und das hier kaufen wir uns auch noch für 32. Und dann müssten wir es soweit haben, dann können wir sie gleich noch lernen, die Dinger. Also jetzt wird es dann bald ein bisschen eng mit dem Platz. Und was haben wir da jetzt gezahlt? 60, 62 ist das jetzt nochmal. Okay, halt. Diesmal nehme ich es mit rein, dass sich keiner keine Angst hat, dass ich hier mein Gold auf den Chars gelöscht habe. So, haben wir das verräumt und dann weiter. So, Udala, ich habe das jetzt alles mal zusammengezählt. Wir kommen auf 154k für die Rezepte. Jetzt würde ich sagen, lernen wir sie noch. Und
Dann gucken wir uns das Ganze an. Ich muss mal schauen, ob wir noch den First Craft oder so holen. Ich habe meine Preise. Dann ist in Kriegsmeutenbank. Also Schmiedekunst, Lederverarbeitung, Schmiedekunst. Das ist Juve, das ist Juve, das ist Juve. Und das ist auch Juve, ne? Also der erste Char hier ist mein Juwelenschleifer. Das sind jetzt diese PvP-Sockel. Die hätte man sich auch für 7000 irgendwas Ehre kaufen können. Aber ihr seht, wenn ich über die Rezepte drüber fahre, teilweise regionaler Verkaufspreis sind dann irgendwie 200k für die Dinger. Also ich habe die ja jetzt zwischen 9 und ein bisschen über 30k da geholt. Das war halt die EU-weit bei Weitem das günstigste. Theoretisch könnte man so Rezepte auch versuchen zu flippen und so, aber naja. Jetzt gucken wir mal. Wenn das günstig ist, dann könnte ich theoretisch auch den Erstherstellungsbonus hier gleich machen. Wobei, ich brauche ja da auch nicht das Mock. Ich glaube, das mache ich sogar jetzt gar nicht, weil wenn ich einen Kundenauftrag kriege, dann sind teilweise schon ein paar der Mats drin und die Sachen sind ja dann wahrscheinlich eh seelengebunden, oder? Kann ich die weiterverkaufen? Ah, die kannst du sogar weiterverkaufen. Und man kann damit sogar Plus machen, sehe ich gerade. Ah. Interessant. Das sind halt so Steine, die so einen Sondereffekt drauf haben. Gut, mit dem machst du anscheinend kein Plus. Mit dem machst du Gewinn. Ich vermute mal, das wird der gute PvP-Stein sein, den die Leute haben wollen. Ah ja, interessant. Ja gut, das muss ich mal noch gucken. Jetzt schauen wir erstmal noch auf den Main, da muss ich die anderen Dinger nämlich noch lernen. So, jetzt bin ich noch auf den Main rüber geswappt. Jetzt holen wir uns die noch raus, die Rezepte, dass wir die auch noch lernen. Ich habe die Weisung. Also, was hat man da Schönes? Schmiedekunst, Lederverarbeitung und Schmiedekunst. Dank für euren Besuch. Noch lernen. Und dann dürften es auch nicht mal sonderlich viele Rezepte sein, ne? Das ist wahrscheinlich jetzt nur eine Handvoll. Muss mal gucken auf... Sieht man es ja. Wir haben jetzt gelernt... Schön insgesamt... Ich habe meine Preise waren das jetzt auf ein angemessenes Niveau kalibriert. 5, 6, 7... 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2... Okay, dann sind es noch 4 Rezepte, die quasi, also 4 teure Rezepte aus der War Within, die ich mir noch holen kann. Aber die gehen dann halt los bei 60k und dann geht es auf 400k hoch. Also da warte ich noch ein bisschen bei den letzten 4. Die teuren, die werden sicher noch ein bisschen runtergehen. Gut, jetzt gucken wir mal, was wir da gelernt haben, ob es sich lohnt, die gleich herzustellen. Aber das waren wahrscheinlich... das waren alles solche Items, ne, wo man ja eh ein Ding braucht für einen Funken. Macht dann wenig Sinn. Hier ist noch ein Schwert gewesen und bei Lederverarbeitung Erstherstellungsbonus. Auch alles Funkensachen gewesen, okay, und Dingausrüstung. Gut, dann sind wir eigentlich soweit durch. Ich habe es jetzt auch eingetragen hier in die Liste. Und ja, das waren jetzt 154k für die Rezepte und insgesamt haben wir jetzt 1.179k ausgegeben für die Folge. Und ja, damit sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.